Hallo und herzlich willkommen bei Door.com. Mein Name ist Simon. Wir stehen heute hier im Showroom von Outwell in Dänemark und stellen euch die Imperial Air Kollektion 2019 vor. Imperial Air, wie es der Name schon sagt, alle Zelte sind mit Luftkanälen ausgestattet, die separat Kanal pro Kanal aufgepumpt werden. Zudem besticht diese Kollektion durch die Eigenschaft des Materials. Dieses ist nämlich Technical Cotton, sprich 65% Polyester und 35% Baumwolle. Durch den hohen Baumwollanteil hat man eine sehr lange Lebensdauer des Zeltes, zudem auch eine sehr, sehr hohe Atmungsaktivität. Wenn ihr in den Urlaub fahrt und sucht euch Urlaubsregionen im Süden aus, dann bietet sich immer so ein Zelt an, weil das Raumklima viel, viel besser ist als bei Zelten mit Polyester. Kommen wir zu den Eigenschaften der Imperial Air Kollektion. Das erste Icon ist das Autex AirTech Zeichen. Dies bedeutet, das Material besteht aus Technical Cotton. Die Eigenschaften habe ich bereits erklärt. Zudem ist das Material feuerhemmend. Wir haben ein OGR-System verbaut. Das ist dafür da, dass man die Abspannschnüre, wenn man den Urlaub beendet, leicht wieder einrollen kann und damit einem Klettband fixieren kann. Das Rigid Air System bedeutet, dass hier bei diesen Zelten Gestängekanal pro Kanal hintereinander aufgepumpt werden. Der Premium Bedroom ist dafür, steht für eine Bettraumlänge von 215 cm. Zudem wurden Toggle-Up Curtains verbaut. Die sind dafür da, dass man die Vorhänge individuell einstellen kann auf zwei Punkte. Entweder halboffen oder geschlossen oder ganz offen. Dann haben wir noch die Tinted Windows. Diese haben UV-Schutzfaktor und sorgen dafür, dass man sich im Zelt schön wohlfühlt. Zudem wurde ein Seed-Corn-System verwendet, sprich der Boden ist hier komplett eingenäht. Wir haben allerdings in dieser Kollektion auch zwei Zelte, die eine Besonderheit darstellen. Das hier als hier, hier kann man das schön sehen, weiß gekennzeichnet in der Skizze. Das bedeutet, diese Zelte haben einen Nassbereich, welchen man hier auch bei dem Modell gerade mal sehen kann, in dem kein Boden ist. Das hat halt den Vorteil, dass man wirklich eine Abtrennung von Wohnraum und Nassbereich hat. Wenn man das nicht möchte, dann kann man sich alternativ die universale Schutzplane kaufen. Die deckt dann den kompletten Nassbereich auch nochmal mit ab. Dann haben wir hier das Easy Access System des Mesh. Das bedeutet, die großzügigen Eingangstüren haben hinter der Eingangstür nochmal ein Netz, welches die komplette Eingangstür abdecken kann. Zudem sind die Zelte ausgestattet mit dem Aerodynamic Storm Protection 10. Das heißt, sie halten eine 10er Windstärke locker stand. Dann haben wir das 360 Access System, welches dafür da ist, wenn man die Schlafkabine öffnet, kann man die komplette Wand der Schlafkabine bzw. die komplette Tür der Schlafkabine in eine Tasche am Boden des Zeltes verstauen und hat so einen flüssigen Übergang von Schlaf- zu Wohnbereich. Das Darknet Inners, das bedeutet, dass die Schlafkabinen hier besonders dunkel sind, besonders auch im Deckenbereich sehr dunkel, damit man morgens von der Sonne nicht gestört wird, wenn man mal länger schlafen möchte. Hanging Point System ist für die Befestigung der Schlafkabine im Zelt. Der Kabel Entry Point, damit man eine schöne Stromversorgung im Zelt platzieren kann. Zudem haben alle Zelte das Easy Packing System mit den verschiedenfarbenen Heringen und aus den verschiedenen Materialien für die verschiedenen Abspannpunkte.